Frau Präsidentin, werte Kolleginnen und Kollegen, ich bin eigentlich sehr froh, dass wir die Chance haben, in dieser Aktuellen Stunde über die Lage in Syrien zu debattieren. Erstens, weil ich möchte, dass die syrischen Flüchtlinge hier in Deutschland, in Europa verstehen und auch akzeptieren und fühlen, dass uns die Lage in ihrem Lande nicht gleichgültig ist, dass wir sie nicht als Belastung wahrnehmen, sondern Opfer einer Politik, an der auch Europa und auch unser Land einen Anteil hat. Das soll die Botschaft sein. Ich sage das in aller Demut. Ich möchte, dass die syrischen Flüchtlinge dieses Gefühl auch hier von dem Bundestag mitnehmen. Wenn man darüber nachdenkt, hat Europa einen Anteil dran. Ja, schauen Sie mal auf die Grenzen im Nahen Osten. Die sind mit dem Lineal gezogen, waren ein Ergebnis kolonialer Politik. Da haben wir was abzutragen. Vieles an Unsicherheit resultiert daraus. Ist das nicht so, dass dieser verfluchte Krieg der USA, der Krieg des Westens im Irak, ein ganzes Land zerschlagen hat? Und dass infolge dieses Krieges erst ISIS, IS und andere sich entwickeln konnten? Ist es nicht so, dass heute das Gleiche in Libyen passiert, im Jemen passiert? Wir haben allen Anlass, auch über die eigene Verantwortung nachzudenken. Es war ein großer Verdienst der sozialdemokratischen Kollegen, dass damals unter Gerhard Schröder die Linie war, wir sagen Nein zum Krieg im Irak. Die Kanzlerin ist ja noch in die USA gefahren und hat sich beim amerikanischen Präsidenten entschuldigt und wollte das umdrehen. Ich finde, wir haben alle Veranlassung, erst mal mit uns selber sich auseinanderzusetzen. Ist es nicht so, dass es europäische Länder sind, die bombardieren in Syrien, darunter auch Russland leider? Ich habe immer geradlinig vertreten, Bomben schaffen keinen Frieden, und dabei bleibt es auch. Mit Bomben kann man Verhältnisse in einem Lande nicht verändern. Für wen denn sonst? Ich habe doch eben gesagt, ihr habt alle immer Feindbilder im Kopf. Feindbilder lohnen sich nicht, weder hier im Parlament noch ansonsten. Ich habe deutlich gesagt, ich bin gegen die Bombenangriffe in Syrien, auch was Russland angeht, was die europäischen Länder angeht, was die USA angeht. Und sage nochmal, Bomben schaffen keinen Frieden, egal wer sie abwirft und einsetzt. Das kann man auch verstehen. So, ich denke, wir sollten uns verständigen und darüber reden, was die Zielsetzung einer solchen Aktuellen Stunde ist. Die Zielsetzung meinerseits und meiner Fraktion ist eigentlich zweierlei. Wir sind der Auffassung, man muss eine Syrien-Politik machen, wo wir eine Chance haben, dass das Töten und Morden aufhören muss. Das steht für uns an erster Stelle überhaupt. Und wir wollen, dass Syrien ein einheitlicher, säkularer Staat bleibt und demokratisiert wird. Das ist der Punkt 1 der Wiener Vereinbarung, die zu Syrien getroffen sind. Keine andere Fraktion im Bundestag verficht so konsequent die Wiener Vereinbarung, die dort abgeschlossen ist, wie die Fraktion Die Linke. Wir wollen, dass das praktische Politik wird. Wenn man das will, muss man doch über ein paar Fragen mal nachdenken oder mehr nachdenken. Seit Tagen beschießt die Türkei, ja, ein enger Bündnispartner unseres Landes, NATO-Mitglied, kurdisches, syrisches Gebiet. Es sammelt sich in der Türkei türkische und saudi-arabische Truppen. Ein Bodeneinsatz ist nicht ausgeschlossen. Wolfgang Ischinger hat auf der Münchner Konferenz gesagt, wenn das passiert, schließt er auch atomare Auseinandersetzungen, weil Russland und andere aufeinandertreffen können, nicht aus. Ist das nicht fruchtbar, dass wir wieder in einer Zeit leben, wo wir mit dem Gedanken eines großen Krieges ihn nicht verdrängen können? Wir müssen eine tatsächliche Friedenspolitik entwickeln. Das ist ein Super-GAU, sagt Ihnen auch die ehemaligen NATO-Militärs. Und wenn das passiert, ist Deutschland mittendrin. Wir sollten jetzt die Tornados, wir klagen Ihnen die sowieso weg, wir gehen ja aufs Verfassungsgericht, wir sollten jetzt die Tornados sofort zurückziehen, weil wir dürfen uns nicht mit Militärwerkzeugen an einem Krieg beteiligen, der möglicherweise weit mehr wie nur die jetzige Kontrahente mit in den Abgrund reißt. Deswegen wollten wir diese Stunde haben. Deswegen wollten wir darüber reden, was passiert.
Ich bin gespannt, wie Ihre Position dazu ist, ob Sie auch die Courage haben, mal endlich zu sagen, wir wollen nicht, dass unser Land immer wieder in solche Kriege hineingezogen wird. Schönen Dank, das wollte ich Ihnen vortragen. Soll ich Ihnen behilflich sein, Kollege Hart? Ich würde es gerne machen. Vielen Dank. Als nächster Redner hat Jürgen Hart von der CDU-CSU-Fraktion das Wort.